letzte Kurve einbiegen auf die Startzielgerade. Ein halbes Prozent Energie noch, aber das reicht. Eduardo Mortara gewinnt zum zweiten Mal ein Formel-E-Rennen. Und das jetzt also das WM-Klassement. Jawohl, Eduardo Mortara an der Spitze. Der Edo Mortara ist vor knapp 3 Wochen in Mexiko so richtig eingefahren, hat Rennen Nummer 2 vom Doubleheader gewonnen und ist seitdem führend von der Fahrerwertung. Und das dürfte wahrscheinlich auch der Robert Itschner, der Country Managing Director Switzerland von der ABB, freuen, oder? Absolut Highlight sein, natürlich. Sie sind Titelsponsor von der Formel E. Wieso eigentlich? Wir sind im 2018 eingestiegen als Hauptsponsor von der Formel E und haben damals uns überlegt, dass die Formel E eine perfekte Plattform ist für uns, um unsere Lösungen in der nachhaltigen Mobilität, aber auch andere Themen wie Smart City, neue Energieversorgung usw. unter die Leute zu bringen und auch Begeisterung auszulösen dafür. Schön dürfen wir heute hier bei euch bei der ABB in Baden sein. Ich freue mich auf die nächste Halbstunde. Das sind unsere Themen heute. Wer setzt den ÖV unter Strom? Zu Besuch bei der ABB. Wie nachhaltig ist die WM-Führung? Marcel Fessler über die Puebla-Rennen. Are we amused? Prinz William auf einer Runde im Odyssey 21. Ja, die ABB, Titelsponsorin von der Formel E. Darf ich schnell fragen, was liefert ihr eigentlich alles an die Formel E? Also wir haben natürlich schon eine lange Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams. Aber ab der Season 9 werden wir die Ladeinfrastruktur für das Formel E-Rennen liefern. Weil es da gewisse Änderungen gibt, oder? Da gibt es ein paar Änderungen, ja. Aber da kann man noch nicht so viel darüber verraten. Ist dort technologisch auch ein gewisser Austausch, von dem ihr vielleicht auch profitieren könnt? Selbstverständlich profitieren wir einfach durch die Anforderungen vom Formel E-Rennen an und für sich. Die Geschwindigkeit, auch die Geschwindigkeit vom Laden. Also das ist selbstverständlich etwas, was wir in unserer Produktentwicklung wiederum genutzt haben. Und eben immer wichtiger wird ab Season 9, ohne da allzu viel zu verraten. Das ganze Engagement, das gliedert sich ja auch in die Geschichte von der ABB nahtlos ein. Der hat eine lange Geschichte und Tradition mit der elektrischen Mobilität. Definitiv. Seit der Firmengründung vor über 130 Jahren sind wir aktiv in elektrischer Mobilität. Wir sind eine der treibenden Kräfte, um das Bahnnetz zu elektrifizieren und sind heute nach wie vor aktiv im Bahnbereich, Bus und auch in der Ladeinfrastruktur für den motorisierten Straßen. Robert Itschner, herzlichen Dank bis dahin. Lass ihn kurz springen, wir sehen uns dort drinnen wieder. Und wir schwenken schnell zum Head of E-Mobility Schweiz, zum Adrian Wachholz, der da standesgemäß vorfährt. Herr Wachholz, guten Tag. Guten Tag, Herr Rötelsberger. Ja, wie fährt sich der Tesla und wie lange fahren denn schon? Es ist ein beeindruckendes elektrische Fahrgefühl. Komplett leise, aber mit viel Drehmoment. Macht sehr viel Spaß. Mit dem Wagen bin ich jetzt 2 Jahre unterwegs. Und für das Tankstellennetz seid ihr ja mit der ABB mitverantwortlich. Was habt ihr aber jetzt für Erfahrungen gemacht? Letztlich eine sehr positive Erfahrung. Unsere Kunden sind ja die Geräte kaufen, darin investieren und sie platzieren in der Öffentlichkeit. Und in der Schweiz, muss ich sagen, habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Man muss heute schon nicht mehr wirklich planen, wann man wohin fährt. Außer man hat vor, über einen Pass zu fahren. Dann sollte man vielleicht mal ins nächste Tal schauen, ob man dort noch ankommt. Und wenn ihr dann irgendwo extern, jetzt nicht hier beim Arbeiten, aber extern irgendwo tanken, ganz blöd gefragt, einmal voll tanken, wie teuer ist das? Ja, bei so einem Mittelklassefahrzeug wie jetzt dem Tesla sind wir bei wirklich einer Komplettladung. Sind wir bei ungefähr 15 bis 20 Franken, kommt ein bisschen drauf an. Wenn es um ein Oberklassefahrzeug geht, das sehr groß ist und eine große Batterie hat, ist die Ladung entsprechend teurer. Im öffentlichen Raum, was ein großer Unterschied ist zum Heimladen. Jetzt habt ihr auf dem ABB gelernt, verschiedene Arten von Aufladestationen. Was sind das für verschiedene Arten und wo seid ihr als ABB wie involviert in der Produktion? Wir haben viele Langsamladepunkte und dann in dem Fall 2 Schnellladepunkte. Und das ist ein optimaler Mix für unsere Lokation hier. Bei ABB machen wir alle Ladestationen von 3,6 bis hin zu 350 Kilowatt bei Personenwagen oder bei bis 600 Kilowatt für den öffentlichen Verkehr. Das ist 50 Kilowatt, wenn ich es richtig sehe. Das ist eine 50 Kilowatt Ladestation. Könnt ihr es mal durch so eine Ladung durchnehmen? Selbstverständlich. Wir müssen eigentlich nur das Auto öffnen. Wir haben hier die Anschlussplatte. Wir nutzen hier den Stecker, der heute schon sehr gut standardisiert ist. Das heißt, man kann sich immer auf den gleichen Stecker verlassen. Den erkennt man auch. Man muss eigentlich nur einstöpseln. Und jetzt in dem Fall ist es eine freie Ladestation, wo ich mich nicht autorisieren oder wo ich nicht bezahlen muss. Das heißt, ich kann einfach auf Start drücken
und die Ladung beginnt. Bei einer öffentlichen Ladestation müsste ich höchstwahrscheinlich noch bezahlen. Wir sind hier bei den Personenwagen, bei den 50 Kilowatt Säulen. Anders ist es, und das sehen wir später, bei den E-Bus zum Beispiel im ÖV. Und nochmal anders nehme ich an, ist der Ladevorgang bei der Formel E. Der Robert Ditschen hat noch ein bisschen durchblicken, dass sich da auf Season 9 etwas wird verändern. Ich nehme an, dort muss die Krönung von der Schöpfung vom Aufladen sein, oder? Es ist immer eine Mischung zwischen dem, was gebraucht wird und dem, was man auch vor Ort realisieren kann. Bei der Formel E haben wir relativ kleine Batterien und wir haben natürlich auch den sportlichen Anreiz des Energiesparens, Energiemanagements. Das heißt, dort wird die Ladeleistung gar nicht mal so hoch sein, wie es für den privaten Anwender in der Öffentlichkeit zugänglich ist. Wie verfolgt ihr, wenn wir beim Stichwort Formel E bleiben, Formel E? Ja, mit meinem Team haben wir vor allem diese Events gemeinsam verfolgt, als es noch möglich war. Das ist natürlich für uns ein wichtiger Aspekt der Begeisterung für die Technologie. Das heißt für uns sehr wichtig und natürlich auch für uns begeistern. Jetzt mit der Pandemie hoffe ich, dass wir das bald wieder gemeinsam aufnehmen können. Weil es feiern gäbe es eigentlich nur mit dem Edo Mortara. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Adrian Wachholz. Ich lasse dir vorspringen oder dir vortäusen im Tesla wieder, so wie sie kommen. Wir treffen uns drinnen wieder mit dem Robert Ditschner. Zuerst haben wir aber die Chance, beim Führend von der Fahrerwertung, beim Edo Mortara, vorbeizuschauen. Er hat uns die Tür geöffnet. Hallo zusammen, ich bin Edo Mortara. Ich werde euch meine Trophäe zeigen, also komm rein. Also ich bin umgezogen, wie du kannst sehen, also ich muss noch ganz viel machen. Hier ist ein bisschen, wo ich werde ein bisschen mein Büro und mein Simulator haben. Ich habe ein paar Helme hier, die meisten Trophäen von DTM. Kannst du sie uns mal zeigen? Ja, natürlich. Also, ja, wir haben die Trophäe von Macau von dem World Cup in GT, wo ich war World Cup GT Meister, Trophäe von Hong Kong E-Prix, wo ich habe das Rennen gewonnen, Vizemeister hier im DTM. Welche bedeutet dir am meisten? Ich glaube, die sind alle ganz wichtig für mich. Ich kann nicht ja, also für mich, die sind alle speziell. Eduardo Mortara, schön, dass du uns hier in Coppe, in deinem Zuhause, in deinem neuen Zuhause empfängst. Du bist gerade erst zurückgekommen von Mexiko. Nimm uns noch einmal zurück auf die Reise an deinem zweiten Formel-E-Sieg. Wie war das? Puebla war fantastisch. Also schon Samstag ein dritter Platz. Und Sonntag, ja, also mein zweites Gewinn in Formel E, also das war unglaublich. Ich glaube, wir haben gute Lösungen gefunden und jetzt in Puebla zwei gute Qualifying, zwei Super Bowl und dann Race Pace war immer ganz okay dieses Jahr und ja, also zwei Podium dann. Eduardo Mortara, Championship Leader in der Formel E, hast du zwei Siege jetzt, mehrere Podiumsplätze, aber so wirklich konstant, um dann mal am Titel mitfahren zu können, das hat noch nie geklappt. Ja, also im Formel E hast du, es gibt so viele Surprises und ja, und du musst immer Fokus bleiben und gute Rennen machen, intelligente Rennen machen. Wie ich habe schon gesagt, also was zählt, ist am Ende und nicht sechs Rennen vor dem Ende. Also Fuß am Boden und schauen wir mal jetzt. Was kommt noch in deiner Motorsportkarriere? Du hattest auch einen krassen Unfall in der Formel E und da gehen natürlich einem auch ja, gewisse Dinge durch den Kopf. Wie lange mache ich das Risiko noch? Ja, also ich bin nicht so jung, also ich bin jetzt 34, aber bin noch ganz konkurrenzfähig und das ist ganz am Ende, es ist wichtig und ich hoffe, dass ich kann diesen Job noch ein paar Jahre machen
noch ein paar Rennen gewinnen und vielleicht den Meisterschaft zu gewinnen. Ich hatte diesen Unfall im Riad, natürlich, es war nicht so schön, aber am Ende, es war vielleicht der, ich hatte nicht so viele Unfälle in meiner Karriere und ich hoffe, dass ich werde nicht andere Unfälle haben in die nächsten Rennen. Macau, eines der traditionsreichsten Rennen der Welt. Was bedeutet Ihnen der Titel dort und das Rennen dort? Ja, also Macau ist eine besondere Strecke. Natürlich, es ist gefährlich. Ja, ich will nicht noch dieses Rennen machen. Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Vielleicht, ich habe andere Motivationen, die sind jetzt wichtiger als nur Motorsport. Zum Beispiel meine Tochter, meine Familie. Und im Leben hast du diese Situationen, wo vielleicht musst du ein bisschen wechseln. Also, ja. Der Edoardo Mortara, führend von der Formel E Fahrerwertung seit dem Doubleheader in Puebla in Mexiko. Und ob das weiterhin so bleibt, über das reden der Zimi und der Marcel Fessler im Comtalk. Ja, Marcel, der Edo führt in der WM. Und zwar mit 10 Punkten Vorsprung. Was meinst du, wie lange können wir uns an dem noch erfreuen? Ja, ich hoffe natürlich für ihn und auch für uns natürlich noch sehr lang. Klar wissen wir, dass einer, der die WM anführt, eine Gruppe 1 muss jeweils starten. Das ist bekanntlich ein sehr grosser Nachteil. Und von dieser Seite her wird es natürlich immer ein bisschen durchmischen. Er hat viele Punkte gemacht, das war ganz wichtig für ihn. Jetzt auch gesamthaft bis zum Meisterschaftsende. Ich denke, es wird schon noch ein Zeitchen dauern, bis man ihn eingeholt hat. Du hast gesagt, jetzt hat er viele Punkte gemacht, also einen dritten Platz und einen Sieg. Was hat er anders gemacht als die anderen? Oder was hat ihn so weit vorgespült jetzt? Also in Mexiko, glaube ich, war das, was wichtig war, dass er im Qualifying in dieser Gruppe 2 als einziger jeweils in die Superpole reingekommen ist. Und dort dann auch sich können positionieren. Das war ganz, ganz wichtig, weil trotz allem muss man in der Formel E auch ganz vorne starten, dass man eine Chance hat. Und wie gesagt, Gruppe 2 ist auch noch leicht benachteiligt im Qualifying. Und da hat er es perfekt umgesetzt. Also er muss sich wohlgefühlt haben auf der Rennstrecke. Er hat eigentlich auch in der freien Training gezeigt, dass er das Potenzial hat. Und natürlich wichtig ist, er hat es immer auf den Punkt gebracht. Wenn man jetzt vom Edo als Held von Puebla redet, dann nachher gibt es noch einen tragischen Held, nämlich den Pascal Wehrlein. Der wäre ja eigentlich zweimal auf dem Podest gestanden. Und nachher wegen irgendwelchen, Scheissdreck ist er einfach mal nicht dort gewesen. Wie kommst du jetzt da wieder raus, wenn du Pascal Wehrlein bist? Ja, er kann sich einfach sagen, ich habe nichts falsch gemacht, grundsätzlich. Ich habe ein Top-Wochenende gehabt, ich war im Qualifying super, beim Rennen habe ich fehlerlos einen Job gemacht. Er muss es wegstecken, so schnell wie möglich vergessen, führen schauen und wissen, ich bin kompetitiv, ich kann vorne mitfahren, ich kann Rennen gewinnen und sich jetzt für New York konzentrieren. Eben, du hast Stichwort jetzt gerade gegeben, New York, das ist das Nächste. Und jetzt kommen wir zu einer Strecke, die es schon kennt. Wem hilft jetzt das am meisten? Ich vermute, die erfahrenen Teams oder die Werksteams wie Mercedes, aber auch Audi oder Porsche, die werden sicher eher wieder vorne sein, einen Vorteil haben. Aber man darf gleich, man muss es immer wieder umsetzen. Und das ist eigentlich etwas von der grössten Schwierigkeit, die der Formel E ist. Hast du mal noch einen Tipp, wer gewinnt? Das ist immer schwierig. Ja. Ich würde mal sagen, wem es würde mal gut tun, auch wieder mal ganz vorne mitzufahren, wäre der Sebastian Buemi. Also von dem her würde ich immer mal die Daumen drücken. Oder dein Kollege Lotti? Lotti wäre auch mal endlich Zeit. Ich meine, man sieht, Pascal Wehrlein, sein Auto funktioniert. Ich weiss, der Lotti ist sehr ein ehrgeiziger Mensch auch. Ich nehme an, das wird ihm nicht runter mögen, dass der Pascal so weit vorne ist und bei ihm es nicht aufgegangen ist. Er hat in der Vergangenheit ein bisschen zu viele komische Flüchtigkeitsfehler, Fahrfehler drin gehabt. Von dem her wäre es natürlich wünschenswert auch für ihn, dass mein Ex-Teamkollege aus der Langstrecke auch wieder mal ganz vorne wäre. Hey, und wir werden wieder Teamkollegen sein in der Box. Genau, Klasse, danke. Ja.
Ja, so viel zum Comtalk zu der ABB Formel E. Und ihr gehört es im Namen. Eigentlich ist es ja längstens überfällig, dass mal hier in der Heiligen Halle mit dem BIM Robert Itschner bei der ABB zu Baden dürfen zu Gast sein. Wir kommen schnell weg von der Formel E, wir kommen schnell weg von den Personenwagen, gehen hin zum ÖV, wo da hier nicht unwesentliche Teile ziemlich eigenständig gebaut werden. Was passiert hier genau? Hier im Hintergrund sieht man die Modulfertigung von unseren Batteriespeicherlösungen für grosse mobile Anwendungen, Züge, Busse, schwere Fahrzeuge generell. Je besser das hier, umso weniger brauchen wir Leitungen oberhalb der Trolleybus. Wo sind wir da in der Technologie? Also im Moment ist ja natürlich jedes öffentliche Verkehrsunternehmen hat auch den Anspruch, ebenfalls Net Zero zu erreichen, also dekarbonisieren, nur noch elektrisch unterwegs zu sein, und das ist noch ein weiter Weg. Gerade im Busbereich sind noch sehr viele Dieselbusse, auch im ÖV unterwegs. Auch in der Bahn gibt es noch sehr viele Strecken, die nicht elektrifiziert sind. In Deutschland sind etwa 40% noch nicht elektrifiziert. Das heisst, da gibt es noch ein riesiges Potenzial, um eben elektrisch unterwegs zu sein. Das ist alles Lithium-Ionen-Technologie. Und wir haben dort, wenn wir die Nachhaltigkeit ansprechen, das Problem von der Lithium- und Kobaltgewinnung auch. Mit dem habt ihr begrenzt zu tun, weil ihr übernehmt ja die Batterie erst, wenn sie da ist. Aber es kommt auf eure Lieferanten drauf an. Nach welchen Kriterien lesen ihr aus? Wo habt ihr überhaupt welche? Also ganz grundsätzlich haben wir enorm strenge Kriterien bei der Auswahl von Lieferanten und wie sie jetzt arbeiten haben. Wir haben einen Code of Conduct für unsere Lieferanten, wo Nachhaltigkeit, ethische Verhaltensregeln vorgegeben werden und die werden auch geprüft von uns. Jetzt im Fall der Batterietechnologie kommt natürlich noch dazu, dass wir auch ein paar kritische Elemente drin haben, zum Beispiel Kobalt. Und da haben wir unsere Lieferanten gezwungen, auch die entsprechenden Zertifikate uns zu geben, die beweisen, dass die gemäß OECD-Richtlinien hergestellt werden. Und auch natürlich die Rohmaterialien auch so verwendet werden. Also wir haben gesehen, wie der Roboter die einzelnen Module fertigt. Das ist dann so ein Gesamtspeichersystem, wie es auf den Bus kommt. Jetzt dürft ihr für alle Nerds schnell ein bisschen auspacken, was da alles drin ist, wo der schlussendlich auf den Bus mitfährt. Ja, also man sieht natürlich unsere Module. Das sind da die Kästen. Da hat jedes etwa 2,5 Kilowattstunden Kapazität. Das wird da verbaut, mit der Kühlung natürlich verbunden. Das sind die Schläuche da. Und dann die ganze Elektronik, die das überwacht, steuert und dafür sorgt, dass die Ladezyklen optimal gemacht werden. Was auffällt als erstes ist, bei Personenwagen probiert man eine Batterie möglichst tief zu haben, vom Gewicht her, von der Gewichtverteilung. Bei den Bus kommen sie auf das Dach rauf. Wieso? Im ÖV ist in allen Ausschreibungen die Anzahl Passagiere, das ist die Haupt- und das kritische Anforderung an Hersteller vom Bus. Das heisst, möglichst viel Fahrraum zu schaffen, das ist absolut notwendig. Und darum kann man die Batterie nicht im eigentlichen Bus mitfahren lassen. Wenn man sie unter den Boden baut, dann wird er höher, der Bus, und dann hat man natürlich eine Stufe an der Bushaltestelle, die man ebenfalls vermeiden will. Das heisst, man will nicht den Flurbus, und darum kommt die Batterie aufs Dach. Ist darum auch die Ladestation ein bisschen komplizierter? Was passiert dort? Mit welchen Grössen, in welcher Zeit? Also die Lader, die wir jetzt hier im Baden haben, haben 300 kW Leistung. Das heisst, der Bus fährt an, er drückt auf den Knopf und in 5-6 Minuten hat er genug Leistung, um dann wieder weiterzufahren und quasi am anderen Endpunkt anzukommen. Ja, und das alles auf dem Dach von diesen E-Bussen, und auf dem Dach landen ja ab und zu unsere Boliden von der Xtreme E-Serie. Sportlich ist dort in dieser Serie nicht allzu viel passiert seit der letzten eingefahrenen Sendung. Das gibt Pause für das auch zum Beispiel mal Prince William in so einer Xtreme E-SUV steigen. We're here up in Scotland testing the Xtreme car, and today with a very, very special guest, the Duke of Cambridge, who has the honor to come here and test and try this car with us. He is very committed to the environment. Prince William has created this prize, the Earthshot Prize, which I think will become the Nobel Prize of the environmental action. And proof of that commitment is that he's here today testing and promoting electric cars, which is what Xtreme wants to do in the most remote corners of our planet. It's going to be such an honour to drive with royalty in the car and to show what the Xtreme E car can do and what we've all been working towards. Why is it called Xtreme E rather than anything else? No one has done electric SUVs before. Okay. We thought, let's do a championship that is going to be the opposite of Formula E. Formula E is in the city centres. Yeah. We're going to take this to the most extreme locations. But anyway, you'll see, the car is quite fun to drive. Yeah, I bet it is.
snug. Okay. Smiling with apprehension. Ready? Ready. Okay. This is the lap that I'm supposed to do, and then you do another one like this. Okay. Just to kind of get the feel of it. We switch. Switch around. Hold on, Alejandro. See what happens. Good one there. Nice. I mean, he drives better than me. That's true. I need a few more jumps. Yeah. It's a great honor to have someone with his commitment to the environment and also with his position and the possibility that he has to move forward the agenda that we all believe in. So it's a great day for us, for me personally, a great day for Xtreme to have him testing our electric SUV. Oh, it was an honour to drive Prince William and also to be a passenger to him and experience his driving skills. He's a natural talent behind the wheel, and it was really exciting to share that adrenaline with him. I think he was really enjoying it himself. He seemed really excited, so I think he had a really great afternoon too. That's my kind of racing, I'm saying. It's the best. It's like, yeah. You know, exactly. Tracks, yeah, tarmac, but this is just that bit of slidiness, that bit of grit. It's super fun. And it's so much it's heavy. You've really got to think about what the weight distribution is like. And for you, George, what is it about Xtreme you like so much? I see myself as a humanitarian engineer. That's how I like to describe myself. It combines that engineering and that passion that I kind of have for solving problems and making things go faster. but also, you know, considers the environment. There's two great things with the Xtreme side and the actual racing coming together. Exactly. It's a really good, you know, double prong attack on it all. Exactly. It's going to take it by storm. Great. No, it's an amazing concept, guys. I love it. Really good. Cool. Thank you very much. It's really, really good fun. Ja, wir haben vorher gesehen, wie gefertigt wird, was bei den E-Bus auf dem Dach ist. Und wenn uns die E-Bus auch noch schnell vor Ort anschauen, wenn wir schon Gelegenheit haben. Bei uns in Bern haben wir die Linie 17. Die hat an der Rennstation 4 bis 6 Minuten zum Aufladen. Dann hat sie wieder Strom für den Kehr. Hier in Baden ist die Linie 5 E-Bus-Linie seit diesem Sommer. Wie funktioniert das hier? Eigentlich gleich wie in Bern. Allerdings haben wir 2 Ladepunkte an den beiden Endpunkten dieser Linie. Einen in Barek und einen in Ennenbaden. Und der Bus fährt hier durchs Zentrum durch und lädt dann an der Endstation auch etwa die 5-6 Minuten. Jetzt machen wir schnell eine Klammer auf. Die beliefern ja auch Zughersteller. Ist das etwa die gleiche Technologie oder was ist da leicht anders? Von der Batteriespeichertechnologie ist das die gleiche Technologie. Auch da haben wir sehr grosse Lasten, die wir schnell bewegen können. Die Züge sind schwer, aber natürlich sind die anders skaliert, die sind grösser und die sind auch ein bisschen anders verpackt. Wann gibt es Flugzeuge? Ja gut, da gibt es einen Haufen Leute, die daran arbeiten. Wir sind da nicht direkt involviert, allerdings unterstützen wir da ein paar Studenten von der ETH Zürich, die im Moment an einem elektrischen Flugzeug dran sind. Wer weiß, vielleicht starten wir ja später das Jahr mal elektrisch. Müsste man wahrscheinlich fast haben, wenn man möglichst schnell in den nächsten Rennort kommen will. Die nächsten Formel-E-Rennen sind nämlich in New York. Gibt es bei uns im Programm. Ein Schweizer kommt als Leader der Formel-E-WM nach New York. Eduardo Matara überholt Porsche, Audi, Nissan. Und nun? If you can make it there, you'll make it anywhere. New York, New York. Der Formel E Doubleheader. Samstag und Sonntag live auf MySports One. Das Rennen 10 und 11 von 15. Es gibt dann nur noch Doubleheader in London und Berlin. Holt der Mortara den Titel? Also, er kann ihn sicher holen. Wir sind natürlich voll dahinter. Und wenn er so weiterfährt, dann wird er Weltmeister. Apropos, wie lange ist die ABB noch Titelsponsorin von Formel E? Wir sind committed zur Formel E und werden auf absehbare Zeit natürlich Partner bleiben von der Formel E. Herr Ritzner, herzlichen Dank. Haben wir unsere Sendung eingefahren bei euch können gestalten, euch können besuchen, der ABB und euch persönlich alles Gute. Danke. Und also eine Menge Durchbrüche in der Technologie. Euch daheim auch herzlichen Dank fürs Interesse und viel Spass mit den Rennen in New York am Samstag und am Sonntag. Ciao zusammen.